Hey Leute, hier ist Lionel und wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier einen Topf voller Gold und der ist natürlich nicht für mich, sondern für unseren Leprechaun, den irischen Kobold. Viel Spaß dabei. Bei dieser Inszenierung wollte ich den irischen Kobold nicht ja, wie die typischen Illustrationen ihn immer super fröhlich zeigen und comichaft und alles super bunt und farbig, sondern das Ganze ein bisschen rustikaler angehen. Und ich wollte hierfür richtig so einen richtigen Kerl haben. Und dafür haben wir uns den Tommy rausgesucht. Roter Rauschebart, Footballspieler und ich habe auch schon seine Hochzeit fotografiert. Ja? Und er ist so ein richtiger Naturbursche. Und so dieses Naturburschige, dieses männlich-herbe wollte ich auch in unsere Inszenierung reinbringen. Die Location musste natürlich auch ja, zu diesem rustikalen Flair, den ich im Kopf hatte, passen. Und was würde sich besser eignen ja, als so eine rustikale Wand, vielleicht Rostfarben, Weinkisten? Und mir fällt dafür keine bessere Location ein, als tatsächlich, naja, hier, das Studio, in dem wir sind und unser Barbereich, den wir hier haben. Bei uns im Requisitenkeller haben wir ganz, ganz viele Weinkisten, ja, auch so ne, sehr, sehr schön rustikal, die haben wir auch mit nach oben geschleppt und auch im Hintergrund mit aufgebaut. Und das Allerwichtigste eigentlich bei einem Leprechaun, also dem irischen Kobold, ist eigentlich das, woran man natürlich als erstes denkt, und zwar der goldene Topf und der Regenbogen. Wie machen wir diese ganze Geschichte? Für den goldenen Topf habe ich mir erstmal natürlich eBay, Amazon durchgeschaut, was es da so gibt an Hexenkesseln und ähnlichem. Das war mir aber alles so zu comichaft, vor allem auch zu klein einfach. Die waren irgendwie nur so groß. Also habe ich mir gedacht, mache ich den goldenen Topf einfach selber. Als Regenbogen, ja, da muss ich schon so ein bisschen überlegen, weil wir haben auf der einen Seite diesen rustikalen Flair, den ich drin haben wollte, auf der anderen Seite, naja, etwas so unfassbar Kitschiges und Buntes wie ein Regenbogen. Wie kriegen wir diese zwei Sachen also zusammen? Ich habe mich einfach dazu entschieden, Stoffbahnen zu nehmen und die Stoffbahnen einfach nebeneinander zu legen und wirklich einfach unmotiviert auf dem Boden schlängelnd hinzulegen. Dass der Topf am Ende des Regenbogens quasi einfach draufgestellt ist und die Stoffbahnen wirklich einfach nur, ja, einfach nur da liegen, unordentlich rau. Das Ganze bildet natürlich aber auch einen guten Kontrast zu dieser relativ, ja, sonst einfarbigen, rustikalen Textur, die wir in den Hintergründen haben. Als nächstes müssen wir natürlich auch noch das Outfit festlegen. Ja? Das sollte natürlich auch nicht zu comichaft, zu bunt aussehen, sondern auch eher rustikal und sich dem ganzen Set anpassen. Also, was stellen wir da für Outfitstücke zusammen? Als allererstes, ja, habe ich mir im Kopf natürlich gesetzt, muss ein Hut her. Natürlich ein Zylinder, ein schwarzer. Und dafür habe ich hier einfach diesen Steampunk-Hut genommen. Und der sich eigentlich ziemlich gut dafür eignet, weil A, er ist schwarz, er ist filzig, schön matt und hat vorne auch diese Schnalle, die mir vor allem sehr, sehr wichtig ist, da in jeder Leprechaun-Darstellung eigentlich diese Schnalle vorhanden ist. Die Federn, die können auch gerne bleiben, aber die Zahnräder, ne? Die Zahnräder habe ich natürlich entfernt, weil ne, dieses Steampunkige passt natürlich nicht zu einem Leprechaun, der eigentlich auf den irischen Weiten unterwegs ist. Dann das Kernstück von dem ganzen Outfit ist hier dieser grüne Wildlederfrack. Ja, diesen Wildlederfrack, den habe ich einfach von eBay oder Amazon
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich geschockt, als der ankam, weil das Produktbild, ihr kennt das, sieht wunderschön aus. Dann bestellt man sich das, wartet 3 Wochen lang, bis es da ist und am Ende, ist es doch relativ schlaff und herunterhängend. Aber schlaff, herunterhängend, das ist ja auch relativ rustikal. Und rumlaufen würde ich damit nicht mehr. Naja, allgemein laufe ich relativ selten in grünen Frecken rum. Aber fürs Shooting ist der wirklich super geeignet, da der ja auch diese Wildledertextur hat und dadurch auch einfach so zu diesem Rustikalen einfach passt. Als Basis für unten drunter haben wir uns für eine bayerische Männertracht eigentlich entschieden. Also so eine typische bayerische Kniebundhose. Einfach aus dem Grund, weil Leprechauns auch immer Kniebundhosen anziehen und eine bayerische Hose ja am ehesten dem entspricht, was ich mir dafür vorgestellt habe. Den grünen Frack einfach oben drüber, ein weißes Hemd drunter und fertig ist unser Leprechaun-Outfit. Natürlich reicht das Outfit alleine nicht, damit aus dem Ganzen ein richtiger Schuh wird. Ja? Unser Leprechaun braucht natürlich auch noch Accessoires. Also haben wir eine Geige organisiert, die einfach auch im Vordergrund vorhanden ist, die wir auf Tische legen können oder die der Leprechaun auch direkt in die Hand nehmen kann. Natürlich eine Zigarre, aber da haben wir keine echte Zigarre genommen, weil Rauchen am Set oder Rauchen im Allgemeinen ja nicht sonderlich das Beste ist. Deswegen ist es hier einfach eine E-Zigarre mit USB-Anschluss in der Mitte drin. Auch komplett nikotinfrei, also da kann man einfach ein bisschen Nebel damit erzeugen. Das ist auch einfach so fürs Set und fürs Feeling auch einfach passt. Als Alternative für die Zigarre habe ich hier auch noch eine längliche Pfeife organisiert. Ich fand es echt faszinierend, dass es solche Sachen auch noch gibt. Die habe ich auch einfach von Amazon oder von eBay mir geholt. Und das erinnert mich ein wenig an, ihr kennt doch bestimmt noch Herr der Ringe, an Gandalf mit seiner riesigen Pfeife. Und die haben wir auch nochmal als Accessoire mitverwendet. Und als allerwichtigstes als Accessoire ist natürlich neben allem anderen unser Topf voller Gold, den wir allerdings nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern er wurde einfach als Fußstütze genutzt, ja, wo Tommy einfach abfällig seinen Fuß drauf abstellt, sich aufs Knie auch nochmal stemmt, ja, damit das Ganze auch nochmal so zu diesem rustikalen Naturburschen-Flair einfach passt. Was ist auch typisch irisch und darf in keinem Irish Pub fehlen und natürlich auch nicht in einer rustikalen Leprechaun-Kobold-Inszenierung, ist Whisky. Ja? Und dafür haben wir natürlich irischen Whisky genommen. Und kurzer Ausflug in die Getränkekunde. Ihr wisst ja bestimmt, es gibt mehrere Schreibarten von Whisky. Einmal Whisky und einmal Whisky. Es wird beides gleich ausgesprochen, aber das eine mit E, das andere ohne. Woher kommt das einfach? Schottischer Whisky wird mit Y geschrieben und ihr kennt ja die Iren und die Schotten und die sind ja manchmal ein bisschen so und die Iren wollten ihren Whisky vom schottischen Whisky einfach ein bisschen abgrenzen und haben einfach für irischen Whisky einfach ein E hinzugefügt. Allgemein Whisky aus anderen Ländern, da hängt es immer davon ab, wie viel Einfluss die Whisky-Distillerie in der Geschichte hatte, ob sie eher schottisch geprägt wurde, mit Y, oder eher irisch geprägt wurde, mit EY. Wie haben wir das Ganze also ausgeleuchtet? Eigentlich relativ ähnlich, wie auch hier die Moderationsebene ausgeleuchtet ist. Wir haben als Führungslicht von vorne, haben wir jetzt in dem Fall eine Octabox. Fürs eigentliche Set haben wir hier aber natürlich einen Beauty-Dish genommen mit einer Wabe. Ja, als zweites hatten wir ein Kantenlicht, von der Seite. Das ist in dem Fall, hier bei uns jetzt die Lampe. Bei unserem Set haben wir aber ein Striplight genommen, ebenfalls mit Wabe. Und dann als drittes, das haben wir hier in der Moderationsebene genauso. Das dürftet ihr eigentlich sehen, wenn ich mir zur Seite gehe, dann habt ihr so einen leichten Lensflare, glaube ich. Und zwar hinten bei uns im Techniklager haben wir einfach auch nochmal ein Jinbei EF200 LED aufgestellt.
einfach eine Gelfolie drüber und das scheint einfach durch die Milchglasscheibe auch nochmal durch und gibt uns quasi hier nochmal eine orangene Kante, ja, sodass wir ein Führungslicht haben und zwei Kanten, damit das ganze Bild auch ja so typisch malerisch aussieht, ja. Ein bisschen wie dieser niederländische Barock, was man von Rembrandt zum Beispiel kennt. Und was natürlich auch nicht fehlen kann zu dem ganzen Set, ist eine Portion Nebel. Natürlich ist mit dem Shooting das Foto noch nicht ganz fertig. Das wird natürlich auch noch passend bearbeitet. Ja? Die Grundstimmung, die Grundfarblichkeit gefiel mir schon sehr, sehr gut. Allerdings noch ein paar Kleinigkeiten wurden abgeändert. Auf der einen Seite haben wir ja, die Hose einfach noch ein wenig eingefärbt. Weil dieses ja, typische Braune schreit schon sehr nach. Ja, okay, bayerisch, Almödi. Und von dieser Wirkung wollte ich natürlich wegkommen. Also nehmen wir einfach nur eine Farbebene und färben diese Hose leicht grünlich ein, damit das Ganze einfach noch zu diesem Leprechaun-Flair passt. Als zweites die Schuhe. Ja, diese Wanderstiefel, die passen zwar sehr gut ja, zu diesem Naturburschen-Look, allerdings, als ich das Foto am Ende angesehen hatte, dachte ich mir so, sieht vielleicht ein bisschen zu naturburschig aus und noch zu wenig Leprechaun. Ja, weil auch dieses Braun hat mich gestört. Also nehme ich da auch einfach noch eine neue Ebene im Ebenenmodus Farbe, ja, und färbe auch da die Schuhe ein. Zweites nehme ich noch eine Gradationskurve, ja, und ziehe mir einfach quasi die Kurve ein wenig nach unten, damit die Schuhe auch ein bisschen dunkler werden und einfach, ja, weniger selber auffallen, sondern sich in das Gesamtkonzept einfach besser einfügen. Und fertig ist unser Bild. Ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Spaß bei euren kreativen Projekten, bei euren Welten, die ihr schafft. Und wenn ihr das nächste Mal einen Regenbogen seht, haltet die Augen offen. Vielleicht entdeckt ihr ja einen kleinen Kobold. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß auch mit den anderen Videos hier auf dem Channel. Wenn ihr neu dazugekommen seid, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und ich freue mich auch jedes Mal über euer Feedback unten in den Kommentaren. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin, macht's gut.